drei Gebäude, stelle ich vor. Da kam ich jeweils zum Auftrag, eigentlich bei der Fertigstellung, wie es halt so ist. Kommt ein Anruf, ich soll messen kommen und los geht's. Gut. Es sind drei Gebäude, nicht Wohnbauten. Eins war gemischt, das unterste, alles andere sind Verwaltungsgebäude, eine Schule mit großem Volumen insgesamt. Zum Auftrag eben kam ich eigentlich beim ersten, da war das schon in Bezug, teilbezogen. Minergie P hieß es Missmal, bei der Neubauschule hieß es, war schon so eigentlich kurz vor dem Innenausbau, hieß es auch, wir brauchen eine Messung. Und beim Neubau, beim untersten, war es so, dass der Bauherr während der Bauphase entschieden hat, Minergie P auszuführen. Und natürlich das sehr spannend wurde, wo was ist und wo was sein soll letztendlich. Und das waren so die Probleme, die ich für mich jetzt aufgezeichnet habe. Es ist einerseits eben, dass der Illumi nur für Wohnungsbau gilt, ein sogenanntes spontanes oder fehlendes Messkonzept bei der Beauftragung, bei der späten Beauftragung, die Gebäudepräparation, die Zugänglichkeit, der Messzeitpunkt und der Wissensstand der Planer vor allem, waren für mich so gesamthaft die Probleme, die ich da mitgenommen habe. Das erste Gebäude, wie schon erklärt, Angebotsanfrage, kein Messkonzept und dann kamen die Pläne dazu, mach mal ein Messkonzept, schau dir das mal an. Das Gebäude ist so ein komischer Finger. Es gab dann erdgeschossig noch eine große Betriebshalle dazu, die wurde nicht mitgemessen, aber das sind so 4-5-geschossige so Finger übereinander. Dann gab es erste Ideen zum Messkonzept, die man dann gemeinsam besprochen hat. Es waren dann 5 Messzonen, die man deklariert hat. Bei der Begehung hatte ich dann gezeigt, nachdem das Ding ja schon im Betrieb war, es gibt Deckendurchbrüche, die nicht verschlossen sein dürfen. Es gibt undichte, also es gibt keine Luftdichtigkeitsschicht innerhalb des Gebäudes, weil zum Beispiel da im Erdgeschoss ein Teil Verwaltungsbau ist und hier noch die Hausmeisterwohnung angrenzend ist, aber diese Trennung da, die war nie angedacht, dass die luftdicht sein soll. Wir haben dann das Ding vorbereitet, präpariert, Lüftung abgeklebt, über Dach, sehr umständlich alles und dann einfach mal gemessen. Also es gibt die üblichen großen oder kritischen Bauteile, Publikumseingang, Lüftungsanlage, Publikumseingang nur mehr als einer. Dann gibt es einen IT-Raum, einen Serverraum, da hat es Brandschutz, Öffnungen mit Löschgas, die müssen ja Druckentlastung haben, also die dürfen nicht zu sein, sondern wenn da das Löschgas eintrifft, dass es nicht die Wände weghaut, muss das ja irgendwo ein Querschnitt sein, das offen ist und, und. Dann habe ich gemessen, zuletzt war es dann so, dass ich das ganze Gebäude gemessen habe. Es ging nicht anders, ich konnte diese einzelnen Zonen nicht messen. Dann kam das raus, knapp drüber. Mit Runden und allem guten Willen einfach komme ich nicht hin. 0,68. Messung 0,85 und man kann rechnen, wie man will. Man kriegt es mit einer Rundungsstelle nicht hin. So viel zum ersten Gebäude. Das war noch so die unvermeidbare Leckstelle. Ich wollte da auch in diesem IT-Raum eigentlich das abkleben. Da hieß es, nein, geht nicht, dürfen wir nicht. Es ist alles im Betrieb, wenn was passiert und, und. Dann gab es einige Leckstellen zum Nachbessern. Flügeltüren, Aussparungen, Glasrandversiegelungen, sofern das Fenstersystem dies zulässt. Abklärung mit der Feuerpolizei eben bezüglich dieser Entrauchungsöffnung. Das waren so die Auflagen, die aus diesem Ding rauskamen, die man dann eigentlich deklariert hat. War dann auch Auflage aus dem Bericht, dass das alles zu erledigen ist.
Ich zeige das einfach jetzt euch mal so, auch mit dem Messwert, weil anschließend wird ja Gregor Notter von der Windenergiestelle dann die Auflösung geben, wie man damit umgegangen ist. Ich habe eigentlich immer am Ende der Messungen ein Resultat gehabt, das so ist wie dieses da. Und dann kam dann die Frage, was jetzt, Herr Notter? Das zweite, auch wieder so ein Riesengebäude, kein Messkonzept, Ausbauphase, keine internen Luftdichtigkeitszonen vorgesehen. Das Ding sieht so aus. Schönes, riesiges Teil, zweigeschossig. Dieser vordere Teil da ist zweigeschossig. Alles Holzbau. Das Dach ist noch nicht schön flach, sondern noch mit Auf und Ab und hat noch Lichthöfe da oben drin. Also richtig was Spannendes. Dann wurde auch wieder, oder habe ich dem Architekten gesagt, ich brauche ein Messkonzept, damit ich den Aufwand schätzen kann, wie geht das Ganze, wie soll ich das machen? Ich kann dir kein Angebot machen, ohne dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Dann wurde ein Messkonzept so entwickelt. Einzelne Räume, eine Schulküche und dann hat man das wieder diskutiert mit dem Architekten. Kannst du zu diesem Zeitpunkt, fortgeschrittene Bauphase, mir solche Räume zusammenstellen, dass das eine effektive Messung wird. Dann kam der Bauleiter dazu, also es war ein Architekturbüro beauftragt, ein Bauleiter, ein anderes Büro und das war dann natürlich hektisch. Wann sollen wir das machen? Wie können wir? Nein, das können wir nicht, weil. Gut, also wir machen das Ganze auf einmal. Wieder die Lösung. Wir messen auf Eichlopf. Wieder eben einzelne Räume nicht messbar, weil die Lüftungen drin sind. Das ganze Prozedere wie immer. Dann gab es die erste Messung, oder beziehungsweise noch präzisiert. Dann kam dann die Zusage, wir machen eine Messung. Das da. Die Schulküche wurde dann noch gewünscht, dass man die auch misst. Ist am Schluss leider auch weggefallen, weil die Lüftung da auch nicht abgetrennt werden konnte zu diesem Zeitpunkt. Wieder so ein Resultat. Knapp daneben. War schon die zweite Messung. Also die erste Messung, die war irgendwo bei 0,9. Es gab wirklich Leckagen, die hat man gefunden und danach nachgebessert. Und das war, glaube ich, 2 Wochen, bevor es der Schulbeginn losging. Also alle auch wieder hektisch am Möblieren und Machen und Tun. Keine gemütliche Messung. Aber wieder 0,67. Über dem Grenzwert. Dann war hier sehr auffällig, dass das Delta zwischen Unterdruck und Überdruck mit 800 Kubik relativ hoch ist. Man muss dazu sagen, wir haben am Messtermin gemessen. Wir haben auch, wie man hier sieht, mit Blättern die Planetdichtung getestet. Alles Mögliche, was da zugänglich war, haben wir eigentlich überprüft. Und haben dann einfach gesehen, zu dem Zeitpunkt, ja, hier ist ein Delta, aber wir haben wirklich zu fünft gesucht und wir wussten nicht genau, wo. Das hat sich dann am nächsten Tag etwas ergeben, auf diesem riesigen Dach, das voll mit PV-Flächen ist, volles Programm, wurden diese Lüftungshauben abgeklebt und an einer Stelle ungenügend. Das hat der Architekt am Tag nach der Messung, als er das Zeug demontieren wollte, festgestellt. Kriege ich die Fotos? Was machen wir? Gut, also aufgrund dessen, dass man eigentlich mit der Unterdruckmessung eigentlich so mit Rundungsregeln drin ist, halt beim Überdruck ein Problem hat, habe ich gesagt, gut, ich habe jetzt die Daten im Kasten, was tun, Herr Notter? Wie weiteres Vorgehen? Dann das letzte Gebäude. Das ist ganz oben sind Wohnungen, dann kommt ein Verwaltungsteil, Büro und unten eine Produktionshalle für Holzbaubetrieb. Eben Entscheidung für Minergie P während der Ausführungsphase. Dann gab es auch ein Messkonzept, das hat man von Seiten
des Bauherrn gemacht. Man hat diese Wohnung und diese Wohnung auf dem Dach gesagt, die sind zu messen. Das wurde auch so geplant und gebaut, dass das messbar ist vom Seitenbauerschaft. Dann gibt es hier dieses riesige Verwaltungsteil, ein Geschoss und dann hier noch drei Geschosse runter mit Ausstellung intern und so. Da ging es dann schon los, dass natürlich die Luftdichtigkeitsschichten nicht mehr so dort eigentlich verliefen, wie man sollte oder wie es eigentlich gehofft war. Und dann war ganz unten noch ein riesiger Betrieb mit vier Industrietoren, 6x4 Meter. Und es war dann klar, wir haben vier Messzonen eigentlich jetzt, die man einfach so theoretisch da mal als Messkonzept hatte. Und ja, und im Schnitt muss man dazu wissen, ist oben dieses Wohngeschoss, das konnte man klar trennen, weil da noch Terrassen sind etc. Dann gab es dieses Verwaltungsgeschoss, das ist ein riesiger Fachwerkträger. Diese Decke ist daran aufgehängt, also diese ganzen Knoten hier gehen in die Decke rein. Und eigentlich ist das meine Luftdichtigkeitsschicht, also die Trennschicht zwischen Produktion und Büro. Na gut, ist ja immer spannend, sowas zu messen. Hängt man das Ding rein, die Wohnungen, kein Problem, 0,3, 0,4. Dann ging man über in diesen Verwaltungsteil und hat dann eben so Knotenpunkte hier vom Fachwerkbau, die in die Decke reingehen, gleichzeitig in die Außenwand. Man hat hier eine interne, das ist eine Ausstellung, Verkaufsraum mit Sicht auf die Produktion. Diese Verglasung ist weit weg von Luftdichtigkeit, das war nicht beabsichtigt, nie. Man sieht hier die Front nochmals, zweigeschossig. Man hat dann hier diese Tore. Der Zimmermann hat einen Tag lang auch seinen Betrieb geschlossen, also war auch schon im Betrieb das ganze Gebäude zugemacht und dann diese Folien aufgezogen, soweit es geht. Man sieht auch, wie es da aufbläht, das Ganze, ohne dass ich Unterdruck gemacht habe. Also ich habe da, mein Ventilator lief noch nicht. Und die Messung sieht dann so aus. Die beiden Wohnungen, kein Thema. Der Verwaltungsteil haben wir hier mit 0,6 erreicht. Und die Produktion habe ich mit 1,0. Ich konnte aber nur eine Überdruckmessung machen. Also ich habe einfach die Folien dann hingepresst. Demontiert haben wir dann mit Unterdruck, weil das kam dann alles relativ schnell runter. Und dann war auch wieder die Frage, eben, was machen wir jetzt? Jetzt habe ich hier diese Messwerte, drei Zonen habe ich jetzt irgendwo hingekriegt, die vierte nicht, Teilzertifizierung nicht möglich. Ich habe hier nur noch so informativ eigentlich den Grenzwert nach SIA eingetragen, also 2,4, da bin ich ja locker drin, auch mit diesen riesigen Toren und dem ganzen Zeugs. Und 1,6 für den Rest hätte auch alles gepasst. Jetzt weiß ich nicht, ihr habt wahrscheinlich selbst schon so Messungen gemacht, wo ihr einfach da standet und was jetzt, weil ich komme nicht weiter. Ich bin zu einem Zeitpunkt gerufen worden, der viel zu spät ist. Ich tue mein Bestes, habe Messungen und ja. Was kann ich? Ich kann auch nur den Bericht machen, ich kann kommunizieren, ich kann vermitteln und mich mit Gregor in Verbindung setzen und eben wie weiter, Herr Notter. Was du Zeit hast. Also, fangen wir beim letzten Fall an. Das ist der zweitjüngste. Mhm. Da haben wir geschaut, eben einerseits die Wohnung, die ja gewisse Behaglichkeit aufweisen müssen. Die sind ja okay. Dann der Verwaltungsbau. Oder der Verwaltungsteil. Da haben wir gesehen, dass wenn man den Bereich der Ausstellung unten wegnimmt, also nur das obere Geschoss betrachtet, dass man dann den Wert erfüllt.
also diese 0,6. Die Ausstellung verkauft, das ist dann nicht permanenter Arbeitsplatz, sondern nur sporadisch. Gut. Also, bei der Verwaltung, unten Bereich Ausstellung, Verkauf, nicht permanente Arbeitsplätze, da haben wir gesagt, okay, das können wir noch tolerieren, wenn wir das wegschneiden. Und wirklich oben, wo die Arbeitsplätze sind, da muss die Qualität erfüllt sein. Dann haben wir das akzeptiert. Und bei der Halle ist ein Holzbauer, also die Tore, die stehen meistens ja offen, die sind nicht geschlossen. Und eben, man würde sie so oder so provisorisch abdichten. Und die anderen Leckagen, die sind ja eigentlich intern, warm. Da haben wir gesagt, okay, das wird akzeptiert. Also, dass dieser eine Bereich als Teilbereich nicht erfüllt, aber wenn man die ganze Gebäudehülle angeschaut hätte, wäre das okay. Die Tore entsprechend anders abgedichtet, sodass die Blache nicht einem entgegenkommt beim Unterdruck. Und so haben wir das für dieses Gebäude so akzeptiert. Dass der eine Teil nicht erfüllt hat, beim anderen, dort wo die permanenten Arbeitsplätze sind, da muss erfüllen und die Wohnungen, die müssen erfüllen. Fall Schulhaus, da habe ich mir das angeschaut und gesehen, dass doch diese Abklebung, wenn man das genauer anschaut, so groß ist, dass... Nein, auf die andere Seite. Ja. Das, was da eingezackt ist, dass diese Öffnung eigentlich so groß ist, wenn man das dann hochrechnet, dass dort mehr, also rund diese 700, 800 Kubik weggehen. Wenn man das runterrechnet auf das absolute Minimum, sodass ich gerade noch Säcker fülle, dass es dann eben doch reicht. Also dann haben wir auch entschieden, okay, aufgrund der gelösten provisorischen Abdichtung, wenn das wirklich sauber abgedichtet gewesen wäre, hätte das noch erfüllt. Also es ging hier nur ergänzend vielleicht auch kurz darum, dass man das Risiko, jetzt nochmals über die gesamten PV-Flächen zu gehen, mit Beschädigung etc., hat man natürlich diskutiert. Soll es da noch mal ein Raufhandwerker hochgehen, das Ganze nochmals abdichten? Wie ist die Verhältnismäßigkeit vom Beschädigen der Panels im Verhältnis zu dieser nochmaligen Messung? Und es gab ja nicht nur dieses eine rechts, sondern es gab insgesamt drei so Dachaufbauten, also Lüftung. Und die anderen beiden, die waren eigentlich sauber abgedichtet. Also es ging nur um diesen einen Teil. Also ob jetzt das gerechtfertigt ist, die Messung nochmals zu wiederholen, nur weil dort sich halt eine provisorische Abdichtung gelöst hat oder nicht.